Und hier, meine Freunde der Leuchten und Seichten und Salz, und willkommen zurück zu einer neuen Runde Hecki, Hecki, Hecki auf dem Revi-Server. Ich habe mir Game Mode geklaut. Und ich dachte mir, heute probieren wir mal was ganz Tolles, und zwar die kürzeste Runde Jump Down ever. Und mies erhackt im Game Mode. Von daher schauen wir mal, wie die Leute darauf reagieren. Ich bin gespannt. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Warte. Zack, so. Und. Okay, warte. Komm, komm, warte. Ich werde, die werden alle so eskalieren. Warte. So. Zack, zack, zack. Ist wie Get Down, nur ein bisschen schneller. Und. Ich sehe direkt noch ausrasten. Warte. Ich hab 3000 Coins. Warte. Okay, wir machen nochmal. Wir machen nochmal. Und runter. Oh, wie sie Alter. Warte, jetzt ist das letzte Mal. Gucken, wie schnell die Runden sind. Der Schmidt alle gegen die Team. Jetzt mal. Die machen jetzt alle gegen mich Team. Das ist nicht gut, glaube ich. Also. Das hat eine Minute gedauert, nicht wahr? Ich mache mir mal Dia-Rüstung, weil die teamen ja alle gegen mich. Das kann jetzt nicht sein, ne? Also ich meine, ich darf mich ja schon verteidigen wenigstens mal, oder? Also muss ich auch einfach mal zugeben. Also Leute, kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass ihr jetzt auf einmal gegen mich schießt. Oder? Finde ich schon unfair. Muss ich ganz ehrlich mal zugeben. Kann doch nicht deren Ernst sein. Stell mal vor, ich werde jetzt getötet hier von so Leuten. Das ist ja unverantwortlich. Das ist total unverantwortlich. Also... Ich muss ja auch irgendwie mal, man muss den Leuten halt einfach mal was geben. Vielleicht ein bisschen XP, damit sie wieder runterkommen. Es kann ja nicht sein, dass sie komplett ausflippen. Oder? Also Magma Cubes vielleicht oder so. Vielleicht auch ein paar Creeper. Einfach nur, um mal ein bisschen die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Weißt du, es kann ja nicht sein, dass jetzt hier auf einmal alle Leute ausrasten. Weil man braucht die Ruhe. Man braucht so eine Ruhe. Der hat... Wie sie auch alle zusammenhalten. We are Community, würde ich sagen, Jungs, ne? So, warte. Und dann schauen wir mal. Gucken, wenn jetzt einer rausfällt, vielleicht tötet sich einer. Ich verstecke mich einfach hier irgendwo. Ich verstecke mich, oh Gott. Warte, ich verstecke mich einfach irgendwo. Wir alle zusammenhalten. Okay, warte, kann nicht sein. Okay, warte. Ich muss noch so tun, als wäre ich normal. Vielleicht mit einem großen Sprung nach oben, okay. Geht das? Ne, hier kommt man noch hoch, glaube ich, ne? Ist doch Review. So, please Schwert. Einer wurde getötet, glaube ich. Ja, die haben sich einfach gegenseitig getötet, obwohl ich voll der Arsch bin in der Runde. Hi. Das ist locker atmen. Hi. Guck mal, wie alle nackt rumlaufen. Warte, ich muss gucken. Und jetzt, warte. Ich will mir eigentlich so einen Knockback-Stick machen, aber ich habe jetzt keine Lust zu craften. Hallo? Aber die laufen halt auch alle weg, ne? Es ist halt wirklich so... Ich habe kein Dia-Schwert. Was ist das denn für ein Unsinn? Warte, ich hole mir mal, glaube ich, ein normales Schwert noch. Warte, Moment, da ist einer. Jetzt... Attackier doch, du scheiß Creeper! Hallo, Creeper! Ja, danke... Wie, er stirbt nicht? Mach mal runter jetzt. Ja, nochmal. Zwei Stück. Dankeschön! Oh, der hat's gesehen. Ich habe nichts getan. Du hast mich nicht gesehen. Das ist einfach so, man kann auch wie so ein Übergott so langsam auf die zulaufen, weißt du? Einfach so, weil du einfach so mächtig bist. Ich hab viel zu viel Spaß an so einer Scheiße, Leute. Das ist echt unglaublich. So, ich schau mal kurz. Oh, warte, da treffen sie sich alle. Jetzt kommt die Creeper. Okay, schauen wir mal.
Hier kommen wir ein paar Creeper, so ein bisschen mal die Stimmung vom generellen Clan-Treffen aufloggern hier. Kann ja nicht sein, Jungs, dass ihr hier... Oh, hey. So, warte ich nur noch kurz wieder meine kleine Bodyguard-Armee. Die verringert! Wie Game Mode? Hä, was Game Mode? Hallo, das sind gute Freunde von mir, das sind meine Bodyguards, Leute. Ich weiß jetzt nicht, was ihr habt, Jungs, ne? Also ich gebe gerne immer wieder zu, ich verstehe einfach nicht, was die Leute haben. So, ne? Also, man kann doch auch einfach mal normal miteinander spielen, oder? Ist das jetzt nicht mehr möglich untereinander? Also Leute, was ist denn da passiert? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen die Stimmung auflockern. Kann nicht sein, Leute. Es kann einfach nicht sein, dass jetzt hier rumgelaufen wird. Das finde ich nicht gut, das finde ich auch nicht okay. Also... Ich find's immer noch süß, wie alle so zusammenhalten. Weil das kriegt irgendeiner XP, wenn er möchte. Hier. Oh, kein XP für dich. Ach, guck mal, da. Oh, da ist sogar eine Tür aufgemacht. Komm, das ist süß. Warte mal. Ist ja kein Ding. Komm hier einfach mal rein. Hi. 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 Das ist so krass mies, Alter. Keiner kann irgendwas machen. Aber ist okay, gut. Ich würde sagen, ich mache nochmal ein bisschen hier, ein bisschen Luft-Action für uns alle. Dann würde ich sagen, gebe ich mir mal fairerweise auch eine Lederrüstung, wie alle anderen das haben. Und dann gehen wir mal fair, fix und schnell fair. in so ein Battle rein. Warte, ich hole mir jetzt noch eine nette Rüstung, so, damit wir alle hier auf einer Ebene sind. So, zack, mal Holzschwert haben die auch alle. So, Rest brauchen wir nicht. Und dann gehen wir mal hier rein. Denn ihr wisst das, wenn man hackt, ist man scheiße. Und von daher probiere ich jedes Mal wieder zu demonstrieren am Ende, dass auch ich dann noch mit fairen Mitteln, nachdem ich so unglaublich fair davor auch gekämpft habe, das Ding hier probiere zu reisen. Niemand Food, Gas. Ja, Food wäre vielleicht noch eine nette Idee. So, während die anderen noch ein bisschen hier spielen. Dann begebe ich mich jetzt in One-on-Ones. Oder höchstwahrscheinlich auch alle gegen mich. Was auch gerechtfertigt ist. Bin ja also ziemlicher Arsch hier. So. Kurz das hier hin. Und dann würde ich sagen. Ja. Ne? Legen wir mal los. Game Mode 0. Los geht die Party. Vielleicht noch ein paar Level einwerfen vorher. Nur damit die Leute wissen. Ich bin einer von euch, Jungs. Man kann auch einfach sagen. Jetzt geht die Party ab. So. Ich habe jetzt natürlich auch ein kleines Problem, wenn es um die Creeper geht. Warte, okay, komm mal her. Er wehrt sich gar nicht mehr. Okay, nice. Haben wir das schon mal? Also, einen habe ich down, Leute. Einen habe ich down. Einen fairen Kill haben wir gemacht. So, warte, da hinten, die sind so ein bisschen am Team, aber das ist auch voll okay. So, ich schau mal kurz. Also, die haben halt auch schon so viel Angst, dass ich einfach hier so durchlaufen kann. Und so tun kann, als wäre ich so ein OP-Man. Ich schau mal kurz. Da ist ein Creeper. Da ist auch nicht so Bock drauf, muss ich sagen. Oh Gott, Alter, mit dem Gas. Das ist auf jeden Fall, ist einfach eine neue Schwierigkeitsstufe beim Deathmatch. Ich verstehe auch nicht, wo das Problem bei allen liegt. Also es ist halt einfach nur mal ein Ticken schwerer. So, guck mal. So, da, zack, ich hab jetzt, ich glaube auch, weil ich fliege oder so, denken die, ich bin hier halt, so, zack, jetzt auf einmal einer von denen, bin ich natürlich nicht. Warte, guck mal. Okay, schauen wir mal. Er hat natürlich ein verzaubertes Schwert. Hat er ein bisschen Hilfe bekommen? Nein! Ich glaube, das ist mein Tod! Ich habe es nicht geschafft. Leider nicht. Ja, GG, muss man einfach mal dazu sagen. Es war eine gute Zeit. Wer ist Annick? Bin. Hacker 337 auf YouTube. Please. Please, Abo. Okay. Lustzug. Okay, ist auf jeden Fall Lustzug gewesen. Ich fand die Runde auch gut. War ein bisschen kleiner Spaß. War die schnellste Get-Out-Runde. Auf jeden Fall mit einem härteren Deathmatch. Ich finde, das muss man auch mal machen einfach. Ein härteres Deathmatch ist einfach wichtig. Und dann, wie gesagt, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns höchstwahrscheinlich noch in ein paar anderen Hack-Runden. Denn ich habe jetzt mal, wie gesagt, mit dem Game Mode ein bisschen erschummelt hier. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei einer Runde Hack Wars. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat und es mehr machen soll, Daumen nach oben. Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal.